Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem E-Auto-Aktien-Spezial. BYD, Tesla oder vielleicht doch NIO? Welche Aktie hat zumindest charttechnisch gerade die Nase vorn und sollte von Ihnen mit einem zweiten Blick bedacht werden? Das klären wir jetzt mit Martin Utschneider, Leiter der technischen Analyse bei Donner & Reuschel. Hallo Martin, schön, dass du endlich mal wieder bei uns bist und wir uns mal wieder ein paar spannende Aktien anschauen können. Heute haben wir uns ein E-Auto-Spezial überlegt und wir wollen mal ein bisschen ja nach Performance, sage ich mal, die ganze Sache aufbauen. Schauen uns mal die Aktie zuerst an, die dieses Jahr bislang am schwächsten performt hat, und zwar die Aktie von NIO hat in diesem Jahr nur 9% zulegen können. Verkaufszahlen sind zum Jahresstart ziemlich eingebrochen. Nichtsdestotrotz sind sich über die Hälfte, über 80% der Analysten einig. Ja, diese Aktie sollte man vielleicht doch auf dem Kaufenzettel haben. Wie siehst du das, Martin? Ja, hallo, liebe Conny. Zeit ist worden, dass wir mal wieder miteinander sprechen, ja. Wir zwei. Ja, die NIO. Die NIO, das ist so, da scheiden sich die Geister. Also, wie du es eingangs gesagt hast, das Gros der Analysten ist total überzeugt, also der fundamentalen Analysten oder Quantanalysten, dass das ein wirklich tolles Unternehmen ist, tolle Produkte, tolle Pipeline. Aber der Chart, wie man hier so sehen, der spricht halt ein komplett anderes oder zeigt ein komplett anderes Bild. Wir sind in einem übergeordneten, wirklich nachhaltigen Abwärtstrend. Den habe ich hier so schraffiert mit Grau. Da ist auch im Moment überhaupt kein Weg raus. Wir werden gedeckelt von 200, 138er Tagelinie. Also die Kurz-, Mittel- und Langfristtendenz spricht eine Sprache, nämlich die heißt abwärts. Und wir kämpfen im Moment wie seit, ja, ich sag mal, Oktober letzten Jahres über den November, Dezember, Januar hin, jetzt wieder mit dem wichtigen Support von 9,50 US-Dollar. Also das ist hier der Nasdaq, der New York Stock Exchange Chart auf US-Dollar basiert. Und da ist jetzt im Moment die große Frage. Hält er die 9,50? Dann haben wir zumindest eine weitere Dynamisierung des Abwärtstrends vermieden. Aber es bleibt trotzdem leider bei der Aktie, bleibt der Trend abwärts gerichtet. Und wir haben auch von den Bollinger Bändern her, die ich mir jetzt gerade nochmal schnell hier mit einzeichne, den Bollinger Bändern eine Volatilität, die sehr, 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 sehr gering scheint. Also wir haben das obere Bollinger Band im Moment bei 12,8 und das untere bei 9,7. Also es bedeutet dafür für die kurzfristige Tendenz, dass sich die Aktie wohl eingepfercht sieht, weiterhin zwischen 9,50 und ich sage jetzt mal 12,80. Da kann man jetzt sagen, naja, das ist ja prozentual, ist das ja ein schöner Trade, wenn es nach oben geht. Ja, das möchte ich gar nicht verneinen, aber daraus ergeben sich zwei Tendenzen. A, die 9,50 scheinen ja durchaus als kurzfristiger Support Bereich zu halten, aber das Potenzial nach oben ist im Moment Richtung 12,80 gedeckelt, begrenzt. Und die Frage ist, ob wir überhaupt dorthin tendieren. Und für Trendfolger, für langfristige Anleger ist natürlich der übergeordnete Trend entscheidend, der ist und bleibt bis auf Weiteres deutlich abwärts gerichtet. Okay, also da konnte ich jetzt wirklich fast keine guten Argumente heraushören. Frage ich mich, was die meisten Analysten da so positiv dran bewerten. Ja gut, da kommen natürlich noch viele fundamentale Sachen rein. Wir müssen ja auch hier nochmal betonen, dass wir das wirklich nur auf die Aktien konzentrieren, den Chart besser gesagt. Und da, ja, hast du gerade absolut keine Fantasie, oder? Leider. Also das Unternehmen, die Autos, die Technik, die da drin steckt in den Minus. Also da, ich bin kein Automobilexperte, aber man hört so von allen Seiten, da können sich einige was abschneiden davon. Okay. Aber es ist halt, und wenn man da ein bisschen reinschaut ins Thema Absatz, Umsatz, selbst wenn der Absatz stimmt, aber natürlich keine Marge verdient wird im Moment, dann können die Absatzzahlen nach oben gehen. Aber gleichzeitig ist natürlich das Problem am Schluss, was ist verdient unterm Strich. Und das sehen wir im Moment an der Aktie. Es ist viel Fantasie trotzdem nach wie vor drin. Aber jetzt reinzugehen, wie gesagt, erstmal kurzfristig warten, hält die 9,50. Und dann haben wir einen Fokus auf 12,80. Das wäre natürlich prozentual einiges. Aber übergeordnet, als Langfristanlage im Moment wäre ich bei der NIO ein bisschen vorsichtig. Na gut, Martin, dann schauen wir uns mal die Aktie von BYD an, ebenfalls ein Autohersteller aus
E-Auto-Hersteller aus China. Ist ja bei NIO und BYD auch ein großes Thema. Das sind chinesische Autohersteller, wo da jetzt ja auch gerade so ein bisschen so das Damoklesschwert der Beziehungen zwischen USA und China vielleicht auch so ein bisschen drüber hängt. Kommt es vielleicht doch nochmal zu dem Handelskrieg 2.0 nach dieser ganzen Dramatik mit dem Spionageballon? Das muss man vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man sich auf chinesische Aktien da ein bisschen kaprizieren will. Nichtsdestotrotz, BYD hat in diesem Jahr schon 18% zugelegt. Das ist ja ganz ordentlich. Allerdings hat sich Investorenlegende Warren Buffett jetzt einmal mehr von seinen BYD-Anteilen getrennt. Wie schätzt du denn die Aktie ein? Ja, das sieht man. Also was Warren Buffett hier gemacht hat, das sieht man auch ganz klar im Chart. Wir haben den kurzfristigen Aufwärtstrend, der ja wirklich seit Ende Dezember sehr steil, sehr aufwärtsgerichtet, aber auch sehr dicht oder sehr eng war, den haben wir jetzt verlassen. Wir testen im Moment eine Fibonacci-Linie, die verläuft bei 235 in etwa, 233, um genau zu sein. Da hat man momentan so den leichten Test, aber es kann natürlich nochmal weiter nach unten gehen, weil wir haben im Moment eine Konstellation aus der Markttechnik, dass sich die 38er-Tage-Linie und das untere Bollinger Band fast punktgenau bei 224 bis 227 bewegen. Also das wäre nochmal kurzfristiges Potenzial nach unten, wenn die Fibonacci-Linie von 233 nicht hält. Und im Moment ist es leider so, von der Trendfolgesystematik her, wir sind aus dem kurzfristigen Trend ausgebrochen. Wir haben im Momentan, müssen wir jetzt hier wirklich mit beiden Augen auch nach unten blicken. Aber es sieht im Moment so aus, dass die 233 diese Fibonacci-Linie halten kann. Hält sie nicht, haben wir bei der 38er und beim unteren Bollinger Band von der Markttechnik her ein schönes Szenario, wo man sagt, hey, da könnte dann vielleicht der Boden sein. Allerdings müssen wir dazu sagen, die Slow-Stochastik im Moment, obwohl zuletzt sehr starke Abverkäufe schon waren, generiert per heute wieder ein Verkaufssignal. Also auch hier im Moment bei der BYD wäre ich genauso wie bei der NIO im Moment vorsichtig. Da kann es nochmal nach unten gehen, aber wir sprechen ja hier über Preise, die an der Börse gehandelt werden. Und vielleicht kriegt man ja einen guten Wert, sprich die BYD-Aktie dann nochmal zu einem günstigeren Preis. Dann zu guter Letzt schauen wir uns den Platzhirschen, sage ich mal, an. Tesla, seit Jahresbeginn schon sage und schreibe 70% zugelegt. Tesla blickt auf ein Rekordjahr 2022. Die Aktie, wie gesagt, wirklich ja ziemlich stark unterwegs. Dieses Jahr schon vielleicht ein bisschen zu heiß gelaufen sogar schon? Möchte man meinen. Also die beiden, also NIO und BYD haben sich ja gerade so ein bisschen wie eine Blaupause angehört. Vorsicht und so weiter, Test nach unten. Und Tesla ist im Aufwärtsmodus. Und zwar dieser ganze Februar, der war jetzt so ein richtiger Turnaround-Monat. Und bei Tesla ist man ja die Volatilität schon gewohnt. Also da ist von heute himmelhoch jauchzend und morgen ist zu Tode betrübt. Aber davon wollen wir uns ja jetzt im Moment nicht leiten lassen. Und jetzt haben wir hier eine ganz klare Divergenz, beispielsweise zu BYD. BYD wird gerade im Moment noch abverkauft und das Slow-Stochastik signalisiert ein Verkaufssignal. Und bei Tesla ist es genau andersrum. Wir halten wichtige horizontale Unterstützungslinien im Moment. Wir halten oder sind weiterhin im kurzfristigen Aufwärtstrend und die Slow-Stochastik generiert dazu noch ein Kaufsignal und der MACD ist ebenfalls im Aufwärtstrend. Das heißt, der Platzhirsch, also wenn man so will, die Nummer eins zwischen den drei E- oder den großen E-Automobilherstellern, Tesla beweist jetzt gerade wieder, dass die Standhaftigkeit da ist, dass Tesla nie abgeschrieben werden darf. Und wenn man jetzt noch komplett reingeht, auch in die Bollinger Band-Analyse und sagt, hey, wie schaut's denn da aus volatilitätsmäßig? Weil gerade eben habe ich es angesprochen, bei Tesla von heute auf morgen kann es ja immer deutlich nach oben und nach unten gehen. Wir haben die Bollinger Band-Systematik fast analog punktgenau mit diesem Aufwärtstrend. Das obere Bollinger Band läuft bei 231, das mittlere bei 177 und das entspricht auch ganz klar der charttechnischen Konstellation im Moment einer horizontalen Supportlinie. Also das, was vorher so ein bisschen negativ rüberkam bei NIO und BYD oder von Status quo negativ, das haben wir bei Tesla jetzt fast umgekehrt. Also es ist fast eine 180-Grad-Drehung von den Aussichten. Tesla ist im Aufwärtstrend. Der übergeordnete Ichimoku Kinkohio-Indikator, das ist ja so ein schöner
alles auf einen Blick, Indikator nennt man ihn, ist ebenfalls positiv. Also Tesla holt jetzt das wieder raus, was BYD und NIO im Moment leider so ein bisschen an Enttäuschung produzieren. Das hören Tesla-Aktionärinnen und Aktionäre sicherlich sehr gerne. Oh, ziemlich viele Fachbegriffe heute, Martin, dabei. Da werden jetzt bestimmt die Google-Suchmaschinen erstmal heiß laufen, was das alles zu bedeuten hat. Aber wir nehmen auf jeden Fall mit. Tesla sieht sehr konstruktiv aus, der Chart. Bei BYD und NIO muss man ein bisschen auf der Hut sein. Was alle drei allerdings gemeinsam haben, wenn man sich jetzt nun mal ihr Geschäftsmodell ansieht, ist, dass sie auf, ja, grüne Energie sozusagen setzen, beziehungsweise einfach Elektroautos nun mal um einiges umweltschonender sind als die klassischen Verbrennermotoren. Und das ist ja auch bei euch, bei Donner und Reuschel, auch ein großes Thema, nachhaltige Werte euch anzuschauen, das so ein bisschen zu forcieren. Ja. 225 Jahre Donner und Reuschel wird dieses Jahr gefeiert. Das ist ja natürlich auch ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit, oder? Ja, das stimmt. Also 225 Jahre, ich sage immer so alt, schauen wir alle noch gar nicht aus. Aber es ist wirklich so, also es ist eine Erfolgsstory, wenn man bedenkt, was Konrad Hinrich Donner alles auf den Weg gebracht hat. Die HSBC haben wir ihm zu verdanken, die Commerzbank haben wir ihm zu verdanken und natürlich Donner und Reuschel, wo wir jetzt alle arbeiten. Und natürlich ist über die Zeiten hinweg, hat sich natürlich auch das Bankgeschäft verändert und wir sind ganz stark auch beim Thema Nachhaltigkeit dabei. Deswegen war ich heute auch ganz froh, dass du gesagt hast, hey, schauen wir uns mal drei E-Mobil-Auto-Werte an, weil die A zum einen natürlich von Ertragsgesichtspunkten her sehr interessant erscheinen, aber natürlich auch eine Alternative darstellen, wenn man sagt, hey, ich möchte zwar vom Automobilbranche, ich möchte profitieren, aber ich möchte einen anderen Weg gehen. Und wie gesagt, Tesla zeigt es ja gerade nach sauren Gurkenmonaten letztes Jahr, geht es jetzt wieder nach oben und von dem her ein rundes Bild. Und ja, wir hoffen, dass es die nächsten 225 Jahre so weitergeht und vielleicht beim fünfjährigen Jubiläum, weiß man nicht, dann moderieren wir vielleicht aus der Raumkapsel. Und haben uns mit unseren fliegenden Neo-Tesla-Space-Modulen dahin schießen lassen. Ja, ich bin sehr gespannt. Martin, mir reicht es, wenn wir uns in ein, zwei Wochen wiedersehen. Lass uns erstmal nur so weit in die Zukunft planen. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen heute und bis zum nächsten Mal dann. Conny, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Schöne Restwoche und danke fürs Interview. Gerne. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie noch Fragen und Anregungen zum Thema haben, dann lassen Sie uns die gerne in den Kommentaren wissen.